Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal magicaldays.de. In unserem zweiten Planungsvideo sprechen wir über die Reise im nächsten Jahr und wo wir gerne unterkommen wollen, sprich in welches Hotel wir gehen möchten oder in welche Art von Hotel wir gehen möchten. Möchten euch kurz allen so ein Gesamtbild über die Möglichkeiten der Übernachtung im Walt Disney World Resort geben. Und und dann fangen wir jetzt auch direkt mal mit an mit der unterschiedlichen Klassifizierung der Resort-Hotels. Und zwar werden die unterschieden in Value Resorts, das sind die günstigsten. Dann die Moderate Resorts, die sind schon ein bisschen gehobener von der Klasse her. Und die sogenannten Deluxe Resorts, die dann eher was für den dicken Geldbeutel sind, wo dann eine Übernachtung schon mehrere hundert Euro kostet. Ich spreche jetzt erstmal über die Value Resorts. Die sind eher an Familien gerichtet, sind meistens thematisiert mit Disney-Charakteren oder haben halt insgesamt ein bisschen verspielteres Thema. Ne? Es gibt das Pop Century, das ist in so Epochen, in so Stilepochen unterteilt, 70er Jahre, 80er Jahre, dann sieht man einen Gameboy draußen stehen oder Mr. Potato Head als Spielzeug oder ein Kicker oder das berühmte Mickey Mouse Telefon, was es so in den 80ern gab. Das gibt es halt da. Es gibt die All-Star Resorts. Sind, glaube ich, sogar mit die günstigsten, ne? Die All-Stars. Genau, das sind halt drei komplett ähnliche Resorts, die aber jeder für sich ein eigenes Thema. Das gibt es einmal Music, Movies und Sports. Und wie der Name schon verrät, handelt das eine von Film, das andere von Musik und das dritte von Sports. Also von Sportarten wie Tennis, Basketball, Baseball etc. Die Zimmer an sich sind mittlerweile, glaube ich, in den Value Resorts, dazu zählt auch noch das Art of Animation, sind alle restauriert. Ich glaube aber Art of Animation noch nicht. Die sind die Mermaid-Zimmer noch nicht, aber in den anderen Resorts sind die Zimmer alle überholt, sprich mit einem Vinylboden, also kein Teppich mehr, mit einem großen Fernseher, mit etwas neueren Möbeln, also sehr schick und eigentlich schon recht hochwertig für diese Klasse. Und für viele sehr wichtig, das finde ich immer wieder lustig zu sehen, für viele ist es unglaublich wichtig, dass man jetzt den Koffer unter das Bett schieben kann. Also es ist jetzt kein Bett mehr, was bis zum Boden geht, sondern man hat wirklich die Möglichkeit, etwas unter das Bett zu schieben. Nur so als kleiner Einwand. Genau. Wie gerade schon erwähnt, viele Familien steigen in den Values unter. Dementsprechend ist es auch relativ voll und relativ laut. Ne? Das muss jeder auch so für sich abschätzen. Komme ich damit klar? Will ich das oder will ich das nicht? Es gibt jetzt kein wirkliches Value Resort, wo es sehr, sehr leise und sehr leer ist. Die schlägt sich vor allen Dingen in den, an den Bushaltestellen, wo die Busse, das Disney Transportation System halt losfährt zu den einzelnen Themenparks, zu den Wasserparks. An den Bushaltestellen ist es doch schon immer sehr voll. Und was man nicht vergessen darf, wenn man aus den Parks nachher bei Parkschließung zurück möchte, sind da immer die längsten Schlangen. Und dann kann das sein, dass man schon mal 2, 3, 4 Busse lang warten muss, bis man an der Reihe ist. Und, das ist schon sehr extrem. Also wir waren ein Jahr im All-Star Sports und ich glaube, wir haben da echt einmal fast eine Dreiviertelstunde an dieser Bushaltestelle gestanden. Und das ist natürlich nach so einem Tag im Park, ne, wenn man dann sich die Abendshow angeguckt hat und eigentlich nur nach Hause will, weil man total erschöpft ist, ist das natürlich nochmal anstrengend, da 45 Minuten wirklich zu stehen und auf den Bus zu warten. Ja, ja, das ist ein Nachteil. Auch natürlich die Food Courts ist absolut vom Standard her echt lecker. Den leckersten Burger, den ich auf Disney-Grund gegessen habe, ist der
Brisket Burger im All-Star Sports. Kann ich nur empfehlen. Da ist Fleisch mit Fleisch mit Fleisch mit Fleisch. Also sehr, sehr lecker. Und sehr ein bisschen Brötchen. Groß. Ja, Brötchen ist auch bei und ich glaube Käse auch. Ja. Dazu natürlich die besten Pommes der Welt, die Disney Fries. Die gibt es da auch dazu. Also Essen ist da vollkommen okay. Ist halt so Quarters oder Quick Service Qualität. Ne? Die Zimmer sind auch völlig in Ordnung. Also ich finde, da sind jetzt außer in den Größen, sind von den Qualitäten her, ist da kein großer Unterschied in den Zimmern mehr. Also zum Moderate und zum Value Resort. Genau. Ja. Was ich jetzt gerade noch zu dem Essen sagen wollte, war, es ist da natürlich auch laut. Ja, also so ein beschauliches Mittagessen kann man da nicht wirklich erleben. Es ist voll und es ist laut, aber dafür ist es halt eine günstige Version, da abzusteigen. Ein großer Bonus, den man natürlich hat, wenn man ein Resort, also ein On-Site-Hotel nutzt. Der Fachmann spricht von On-Site und Off-Site. Off-Site ist außerhalb des Disney-Geländes ein Hotel zu haben. Die sind meistens viel, viel günstiger. Allerdings haben die On-Site-Hotels einfach den Bonus, dass man zum Beispiel früher in die Parks darf. Haben sie jetzt auch ein bisschen reduziert, leider Gottes. Früher gab es die Extra Magic Hours am Morgen und am Abend in verschiedenen Parks. Jetzt gibt es ab sofort, weiß ich nicht, aber zumindest ab nächstem Jahr gibt es halt, jeder Park hat eine Stunde eher auf für Resortgäste. Also wenn man in Resort absteigt, kann man egal welchen Park nutzen, eine Stunde eher als der Offsite-Gast. Plus, großes Plus ist das Buchen der Fastpasses. Also wenn man einen Fastpass bucht, dann hat man da die Chance, wenn man in einem Onsite-Resort wohnt, 60 Tage vor Ankunft die Fastpass zu buchen. Das sind natürlich bei so Attraktionen wie Flight of Passage oder anderen Rise of Resistance, ich glaube, die haben momentan noch gar keinen Fastpass, aber bei den ganz neuen großen Attraktionen, die natürlich stark frequentiert sind, ist ein Fastpass zu bekommen extrem schwierig. Dementsprechend ist es natürlich super, wenn man die 60 Tage im Voraus buchen kann, weil der Otto Normal-Gast darf halt maximal 30 Tage im Vorfeld die Fastpass buchen. Also man kann ja alleine mal ein Beispiel von uns bei unserem letzten Urlaub, da war ich sehr, fand ich schon extrem, da haben wir für unseren ersten Tag wollten wir abends Fastpass buchen und wir waren eigentlich, glaube ich, einen Tag zu spät, ne, also anstatt 60 Tage im Voraus wollten wir 59 Tage im Voraus buchen und dann war komplett für Flight of Passage waren die Fastpass ausgebucht. Also demnach kann man sich da ungefähr vorstellen, wie wenig Kapazitäten es da gibt und wie wenig Chance man eigentlich hat, wenn man Offsite wohnt, da noch einen Fastpass für diese Attraktion zu bekommen. Das ist dann mehr Zufall oder Glück, falls irgendeiner absagt, da noch einen Fastpass zu kriegen. Ich glaube, wenn man Offsite ist, darf man 3 Tage im Voraus buchen. 30 Tage im Voraus buchen. 3 wäre wirklich Quatsch. sehr schwierig. Ja. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel dadurch den großen Vorteil, dass wir nachher bei jedem Besuch im Animal Kingdom Flight of Passage nutzen konnten. Also wir haben Flight of Passage, glaube ich, 5-6 Mal sind wir gefahren. Eine sehr geile Attraktion. Es war dem, ja, ohne On-Site hätten wir dies nicht gekonnt. Also es ist ein großer Bonus allgemein, On-Site zu wohnen. Das zu den Values. Es gibt dann, wie gerade erwähnt, die Moderate Resorts. Da zählen zum Beispiel das Coronado Springs dazu, das Caribbean Beach gehört dazu, Port Orleans gehört dazu. Das sind halt Hotels, die teurer sind, aber dementsprechend schon an ein Klientel gerichtet ist, die nicht unbedingt eine große Familie ist. Coronado Springs zum Beispiel richtet sich stark an Messebesucher oder an Meetings, Tagungsbesucher, die von ihrer Firma dann dahin geschickt werden. Die haben ein großes Convention Center angegliedert, wo
viele Businessmenschen einfach da sind. Oder als wir da waren, war zum Beispiel eine Versammlung der Demokraten da. Ja. Da waren dann über 200 Demokraten da, die ihr Meeting hatten, ihre Besprechung da hatten. Wir hatten aber auch schon die Cheerleader da. Also wenn man im Frühjahr dahin fährt, hat man die ganzen Cheerleader da. Ne? Also, ja. Aber es ist immer angenehm. Aber die hat man stärker da im Ultra Sports. Oh ja. Ne? Also, oh ja. Da war wirklich alles voller Sportler, die dann auch immer draußen geübt haben. Ja. War total interessant, aber wenn man seine Ruhe haben wollte, war eher schwierig. Zudem sind die Moderate Resorts Coronado Springs und Caribbean Beach relativ groß, weitläufig. Die haben aber auch dann mehrere Bushaltestellen für sich selber, damit man nicht von seinem Zimmer aus so weit laufen muss. Aber wenn man jetzt zu einem Food Court oder so laufen möchte, kann das sein, je nachdem, wo das Zimmer ist, dass man einen relativ weiten Weg laufen muss. Das Port Orleans hingegen ist ein bisschen kleiner, deswegen auch sehr beliebt. Ist aber dann natürlich schwieriger, Zimmer zu kriegen. Coronado Springs und Caribbean Beach haben sehr viele Zimmer, da ist es schon relativ leicht. Und dann kommen wir zu der teuersten Version, sind halt die Deluxe Resorts. Die sind halt, leben halt von der Nähe zu den Parks. Es gibt die Animal Kingdom Lodge zum Beispiel, tolles Hotel, wo man von seinem eigenen Zimmer, wenn man spezielle Zimmer bucht, kann man halt auf die Savanne gucken und auf Giraffen und auf exotische Tiere. Wenn man das passende Zimmer hat. Ja, ja. Ne, muss man halt zubuchen. Es gibt das Boardwalk, das Grand Floridian, also Boardwalk ist in der Nähe von Epcot, Grand Floridian und Polynesian ist in der Nähe vom Magic Kingdom, genauso wie das Contemporary. Die sind halt alle sehr eng und nah an den einzelnen Parks, sind aber sehr, sehr teuer. Und also für uns nicht erschwinglich, also das muss man ganz klar sagen, sind tolle Hotels, also wirklich echt schön aussehen und auch tolle Restaurants beinhalten. Und auch die Zimmerqualität ist ein bisschen größer als im Moderate oder im Value, aber nicht unbedingt viel, viel besser. Also vom Standard der Zimmer ist da wirklich wenig Unterschied. Und jetzt kommen wir zu unserer Planung. Achso, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte eigentlich nur ganz gerne sagen, dass es noch eine weitere Sache gibt. Es gibt erstmal diese DVC-Hotels, die wirklich nur für die Disney Vacation Club-Mitglieder sind, die auch gar nicht, also die wirklich rein DVC sind. Da gibt es dann auch keinen Food Court oder sowas, ne? Oder irgendwie so Anbindungen, wo man jetzt Essen kaufen könnte in so einer großen Kantine, wollte ich jetzt schon fast sagen. Die haben eigene Küchen auf dem Zimmer, das ist eher wie so eine kleine Wohnung. Genau, wie so eine kleine Ferienwohnung. Und dann gibt es noch im Fort Wilderness so Campinggrounds. Ne? Das heißt, man kann da also auch campen, wenn man möchte, oder man kann da so kleine Hütten mieten, die aber auch wieder keine Anbindung haben an so Food Courts oder sowas. Ne? Also wo man ja so Selbstversorger ist, mehr oder weniger. Was vielleicht auch interessant ist für manche Leute. Das ist so das Eigentliche, was ich sagen wollte. Und ich finde, wenn man sich entscheidet für ein Hotel, sollte jeder darauf achten, was ist ihm wichtig. Weil wir haben zum Beispiel gesagt, man verbringt eigentlich die meiste Zeit in den Parks. Warum muss man dann irgendwie ein teures Hotel nehmen oder warum sollte man ein teures Hotel nehmen? Ich denke, man sollte wirklich darauf achten, was möchte man? Was möchte man für eine Anbindung haben zu den Parks? Ne? Möchte man eine direkte Verbindung zu den Parks haben? Oder möchte man eine direkte Verbindung zu Disney Springs haben? Und je nachdem sollte man sich dann, glaube ich, einfach mal mit den ganzen Hotels auseinandersetzen, was sie alles bieten, was sie für Anbindungen bieten, und was man für Vorteile von den Hotels generell hat. Ne? Also jetzt nicht nur preislich, ist natürlich ein großer Punkt dabei, aber selbst wenn man jetzt schwankt zwischen Moderate und Value, sollte man einfach gucken, was bietet welches Hotel mir und was will ich auf jeden Fall und auf was könnte ich eventuell verzichten. Und man muss natürlich Angebote checken. Also, da kommen wir jetzt als nächstes zu, denke ich. Ja, mit. Ja, aber was ich da jetzt sagen wollte, ist, wir hatten zum Beispiel ein Jahr, wo wir geguckt haben, welches Hotel nehmen wir. Wir hatten so eine kleine Auswahl. Aber es gab halt damals ein Angebot, wo der Dining Plan bei den Moderate Resorts mit integriert war. Und wenn man dann verglichen hat, Moderate kostet mehr,
aber da ist der Dining Plan mit drin. Oder ich habe ein Value Resort mit einem abgespeckten Dining Plan, muss den Rest dann dazu kaufen. Da war tatsächlich das Moderate günstiger mit Dining Plan zusammengerechnet als das Value, wenn ich das dazu gebucht hätte, um den gleichwertigen Dining Plan zu haben. Das sind so Sachen, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten. Genau. Dementsprechend sind wir damals ins Coronado Springs gegangen, obwohl wir es gar nicht vorhatten, weil es einfach preislich besser war. Ja, das ist ja das, was ich sage. Ich denke, man muss da einfach drauf achten, so in diese ganze Planung einfach einsteigen. Ich denke, da kommen wir auch, kommt vor allen Dingen der Dennis später noch zu, was das so alles beinhaltet und auf was man achten muss und was man will. Ne? Aber wir reden jetzt gerade erstmal über die Hotels und da denke ich, ist das, was wir jetzt so gesagt haben, so die wichtigsten Aspekte, wo man drauf achten muss. Und ja, ich kann auch einfach nur jedem nahelegen, wenn man sich nicht genau entscheiden kann, einfach mal ein Video zu so einem Hotel vielleicht angucken oder Bilder zu den Hotels angucken. Und, ja. Kommen wir jetzt einfach zu uns. Genau. Und unserer Planung, wir haben, oder vor allem Miriam hat einen großen Wunsch an Resort gesetzt, und zwar ist es eine Anbindung mit dem Disney Skyliner System. Wer es noch nicht kennt, das Disney Skyliner System ist eine Seilbahn, eine Gondelbahn. Jede Gondel hat sein eigenes Design mit Disney-Charakteren, echt schön gemacht. Die Gondeln sind 2019, glaube ich, in Betrieb gegangen und erstrecken sich vom Pop Century und Art of Animation. Die haben eine eigene Station. Von da aus kann man dann die Seilbahn nutzen vom Resort. Also muss nicht die Busse nehmen, sondern nimmt die Seilbahn Richtung Hollywood Studios und Richtung Epcot. Mit integriert ist da noch das Riviera Resort, das ist ein DVC Resort, was die Miriam gerade schon erwähnt hat, und das Caribbean Beach. Und und da hat man halt eine direkte Anbindung. Dementsprechend planen wir jetzt Caribbean Beach, Pop Century oder Art of Animation zu buchen. Da müssen wir natürlich gucken, wo gibt es das beste Angebot, wo gibt es freie Plätze. Das Art of Animation hat den großen Nachteil, man kann als Pärchen, also ein kleines Zimmer kann man da in erster Linie nur nehmen, wenn man im Mermaid-Bereich, also im Ariel-Bereich unterkommt, und da sind die Zimmer begrenzt. Dementsprechend ist das halt echt Glückssache, das zu bekommen. Ist total schön thematisiert, also mit Bereichen von König der Löwen, von Findet Nemo, Cars und Ariel. Echt schön, liegt aber direkt neben dem Pop Century. Pop Century habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, ist nach Epochen gestaffelt, also eins von den beiden, oder als Caribbean Beach, als Moderate, eins von denen wird es werden, weil einfach diese Skyliner-Anbindung super ist. Und die Skyliner an sich sind ein Traum, wussten wir vorher oder hätten wir auch nicht gedacht. Nee. Es war vorher so ein bisschen im Gespräch, oh Gott, da ist keine Klimaanlage drin, braucht man gar nicht. Die haben so ein ausgeklügeltes Belüftungssystem, dass man da immer frische Luft hat. Die Fahrt ist so smooth und so sanft, dass man da einfach über Disney World hinweg fliegt und gar nichts groß merkt oder die Geräusche stören nicht. Es ist echt keine lange Wartezeit, also zumindest in unserem, als wir da waren, es war nie eine lange Wartezeit, egal wo man eingestiegen ist, egal wo man umgestiegen ist. Man wird nicht mit 1000 Leuten in eine Gondel gequetscht, sondern ich glaube, wir hatten bis auf zweimal, hatten wir echt immer eine eigene Gondel für uns. Und das ist also, wenn man das jetzt mit diesen Bussen vergleicht, ist es schon wesentlich angenehmer. Und es ist echt eine tolle Sache, weil man kommt schnell nach Epcot und schnell nach Hollywood Studios. Da wir große Epcot-Fans sind, rentiert sich das für uns einfach. Also Epcot ist halt der Park, in dem wir am meisten sind. Und ich glaube, das ist auch mit einer der Hauptgründe, warum wir so ein Gondelsystem ganz gerne haben würden. Ja, ist einfach eine super Sache. Und ich gehe auch davon aus, dass irgendwann das ganze Disney World Gelände mit diesen Gondeln vernetzt ist, weil es nachher auch, und da müssen wir uns auch nichts vormachen, es spart nachher die Busse ein. Es ist wesentlich umweltfreundlicher. Klar, es wird elektrisch betrieben, aber es braucht halt keine Busse mehr. Ne? Trotzdem brauchst du Personal, um das alles am Laufen zu halten. Das heißt, die Busfahrer, die werden dann wahrscheinlich
umgeswitcht auf diese Gondeln. Aber für uns ein super System und sollte jeder mal erlebt haben, der da ist, einmal reinsteigen und hier den Flug über, über das Disney World zu genießen. Eine Attraktion, die man einfach außerhalb der Parks hat. Und ja, und so ist halt unsere Planung. Und ja, und wie wir jetzt dann auch den genauen Ablauf planen, wie wir, also wo wir buchen, wie wir buchen wollen, was wir benötigen oder was wir uns wünschen, was hoffentlich durch die Beseitigung der Corona-Pandemie hoffentlich bald wieder alles möglich ist, das werden wir euch in dem nächsten Video ja, näher bringen und erklären und hoffen, dass ihr dann wieder zuguckt und wünschen euch jetzt noch eine magical Zeit. Wie auch immer. Macht's gut. Tschüss.